So, der Schilling meldet sich zurück aus der Welt von The Mighty Quest for Epic Loot. Heute greife ich mal wieder die Obersten aus der Liga an. Habe jetzt die ersten durchgesehen hier von Schläger 1 und das sind alles hier irgendwo 30, 28 und so weiter. Und der ist 26, das wäre perfekt. Ich bin 25 und den greife ich mal an, würde ich sagen. Oh, das ist sogar rot. Vor einem Tag 25 besiegte Helden, Gewinnrate 70%. Was? Schläger 1, der ist in meiner Liga. Seid ihr dumm oder was? Ey, bist du dumm? Bist du Bruder? Was ist da los? Ey, du bist am Arsch. Was? Was? Verstehe ich jetzt nicht. Moment, ich suche weiter. Ich suche weiter. Ich bin doch in dieser Liga. Crafter Shadow. Schloss 22. Ich will nur kurz sehen, ob ich angreifen könnte. Ich denke mal schon. Ich verstehe nicht so ganz. Ich kann hier 0 bei Sieg gewinnen und 40 bei Verlust. Ich werde keine Sorge. Sobald ich mal wieder gebaut habe, wird es hier auch weitergehen. Da greift ein 24er mein altes 16er Schloss an. Kann 17 Kronen stehlen. Seems legit. Vor allem, er hat die Zeit nicht mal geschafft mit 24 und ich war da 16 oder so. Egal. Das ist jetzt nicht das Thema. Das Thema lautet eher... Warum zum Teufel? Was war da jetzt? Ich habe mir extra ein schniekes Schloss rausgesucht. Ein grüner Umhang. Muss man nicht verstehen, oder? Keine Ahnung. Ach, kommt schon, bitte. Ich wollte jetzt hier die ersten aus der Liga angreifen, wie ich das schon mal getan habe. Das Problem ist, irgendwie sieht man hier nicht in der Übersicht, wie hoch die sind vom Level her. Ja, oder ich muss doch was anderes machen. 24. Ich probiere es nur. Ja, außerhalb meiner Liga. Hä? Ich bin in ihrer Liga. Bist du dumm oder was? Verstehe ich nicht, aber egal. Muss man nicht verstehen, denke ich mal. Eventuell kann man so ganz hohe Leute jetzt nicht mehr angreifen. Ich scroll noch. Ein Versuch noch. Ein Versuch noch. Hier irgendwie. Ja, ein Ösi hier. Mal. 28. Ich probiere es nur. Ich probiere es nur. Nö. Macht er nicht. Geht nicht. Will er nicht. Ich habe keine Ahnung, was da los ist. Okay, dann mache ich hier weiter ein bisschen. Oh, ein rotes. Schade. Das wirft mich jetzt gewissermaßen aus dem Konzept raus. Aber egal. Dann gibt es hier Alternativprogramm. Ich weiß leider nicht, was da los war. Hätte gerne die großen Jungs angegriffen, aber irgendwie sagt er, nein, heute nicht. Versuchen Sie es bitte später nochmal. Also, was ist hier Schönes? Dann dididum. Mal... schauen. Ja, und mein Huhn kann hier einfach stehen bleiben. Ist ja mal sowas von klar. Sowas von klar ist das. So, bevor ich diese Gegner ranhole, werde ich die anderen noch vermöbeln. Gut, gut. Finde ich schade. Ich dachte jetzt mal, gibt es was Spannenderes. Ich meine, das sind ja im Prinzip nur 100 Kronen Unterschied. Aber trotzdem... Ja, ob jetzt hier 900 oder 1000, macht nicht mehr so den extremen Unterschied, aber ich hätte trotzdem gerne mal die Big Boys angegriffen und sie um ihre Blinks gebracht. Und da auch mal ein paar abgestaubt. Aber egal, so ich laufe da jetzt mal rein, das scheint mir ja nicht so ein schwieriger Endboss-Raum zu sein. Jo, meine Vermutung war korrekt. Ich will jetzt noch ein bisschen hochleveln und dann gibt es eine Baufolge. Versprochen.
Aber ich weiß nicht, ich dachte mir, vielleicht kann ich es noch bis Level 30 rauszögern, um dann schon echt alles zur Verfügung zu haben. So. Genau. Oha. Wieder mal ein Lagfest sondergleichen. Wow. Wow, damit habe ich jetzt nicht gerechnet, mit diesem komischen Dämmer. Dann gehe ich doch hier raus aus dem Bossraum. Oh, das ist so... so langweilig, solche Dungeons. Nichts gibt's hier. Außer endlos viele Mobs. Da schläft mein Gesicht ein. Das ist keine Herausforderung, das ist einfach nur nervig. Nervig ohne Ende. Dann finde ich hier vielleicht noch ein paar Minen. Laufe ich hier weiter, die Zeit werde ich nicht mehr schaffen. Eventuell hat er hier was versteckt. Jawohl. Dann hole ich mir von dort die Sterne. Mir soll es recht sein. Da habe ich jetzt wirklich keine Eile. So, das war mal Nummer 1. Ich weiß jetzt, ich habe mir nicht gemerkt, wie viele Minen im Bossraum waren. Hier ist noch eine sogar. Oha, oha. Und es geht sogar noch weiter. Mann, oh Mann. Durchs halbe Schloss schickt er mich. Ja, toll. Das war dann die Pleite am Ende. Das kann man auch machen. Man lockt den Spieler auf die falsche Fährte. Der findet dann ein paar Minen, denkt sich, ah, da geht's noch weiter. Da gibt's noch viele, viele Minen. Und dann im Endeffekt sind die anderen Räume nur noch Platzhalter. Oha, oha, diese Mobs, diese Mobs. Aber ich will mich ja nicht beschweren. Immerhin gibt es die nervigen Brandfallen nicht mehr so häufig. Und zwar begründeterweise hat die jetzt jeder aus seinem Schloss entfernt. Mhm. Kommt nur näher, tretet ein. Kommt herein. Aber das sind schon ziemlich viele Mobs, die gleichzeitig die Aggro haben. Wenn man bedenkt, dass ich nicht mal im Endbossraum bin. So, hier die Schnappi. Ja! Oha. Oha. Nervig. Hashtag nervig. Hashtag aber sowas von. Und dann sind hier immer die Sphären. Und keiner kann sie nehmen. Aber die hole ich mir jetzt. So. 3 Heilsphären. Waren 2 zu viel. Hier nochmal 2. So viel zum Thema. 25% weniger Heilsphären. So, waren das jetzt dann aber schon langsam alle? Will ich ja mal hoffen. Hier kann ich noch... Nö, hier ist Ende. Ende Gelände. Sorry, dass ich so lange brauche, aber... Auf sowas habe ich keine Lust, da risikoreich zu spielen. Mit einem Verteidigungswert von 400 in einem einzigen Raum gebündelt. Ja. Genau. Das geht lustiger. So, hier ging es rein, okay. Auf die habe ich jetzt nicht aufgepasst. Das habe ich komplett übersehen. Das habe ich komplett übersehen. Naja, wenn man auf dem zweiten Bildschirm die Zeit checkt, dann ist das nicht so gut. So, 2 Minen habe ich besiegt, glaube ich. Dann sind hier ein paar. Sollte sich ausgehen. Ansonsten wüsste ich nicht, wo die restlichen versteckt sind. Und ich muss aufpassen, habe leider keinen Trank mehr. Das war nicht so gut, aber Moment. War das Schloss nicht um ein Level höher als ich? Kann sein, kann sein. Weiß ich jetzt gar nicht mehr. So. 10 Stunden später. Der Verteidigotron hat keine Lust herzukommen. Der ist eingeschlafen. Ja, lauf weg, lauf weg, lauf weg. Sowieso. Oha. 6 Minuten für so einen Dungeon. Wie ich sowas hasse. Ich hoffe, diesmal auch ein paar knifflige Fallen. Was suche ich mir jetzt raus? Was ist denn sowas? Mit 88. Nichts ist das. Vor allem 0 bei Sieg. Wieso wird mir sowas vorgeschlagen? Ich hab doch hier. der hat 4. Der hat 4.
Oha. Keine Ahnung, wieso mir sowas angezeigt wird. Da war irgendwas mit 800 noch was. Ja, den nehme ich dann so. So. Oh, wenn die Durchschnittszeit besser ist als die eigene, das hat schon was zu bedeuten. Da sollte man sich etwas mehr ins Zeug legen. War das richtig so? Ich weiß nicht, manchmal, ich sag mal, in 70% aller Fälle findet man sowieso keine einzige Mine. Aber irgendwie gehe ich trotzdem gerne den nicht vorgegebenen Weg, sage ich jetzt mal. Das sind diese psychologischen Spielchen. Wo geht er, wenn ich den Raum hier mache? Und wie hat er die Kamera gedreht? So, okay. Das heißt, die zwei hätte ich schon mal. Oh, meine epischen Flügel. Bin ganz stolz auf die. Ups, die Wups. Hallo, ihr zwei. Da laufe ich einfach mal durch jetzt. So. Vorhin habe ich wieder ein Epic gefunden. War ganz nett. Also die kommen jetzt mittlerweile schon sehr häufig. Die wurden definitiv erhöht. Aber sowas von. So, und da bin ich auch schon im Endbossraum. Yo. Aber bei den Stachelfallen musste ich auch feststellen, einfach durchlaufen klappt dort am besten. Vor allem auch von der Zeit her. Ansonsten schlägt man sich da ewig rum und es passiert einfach nichts. So, ich hoffe nur, das könnte natürlich sein und das sollte man auch machen bei so einem Setup, dass der hier die Minen nicht irgendwo am Weg hatte. Weil ansonsten ist dieser Stern schon mal nicht mehr drin. So. Boah, der hat viel zu viele von diesen Dämpfern. Da kann man gar nichts machen. Eieieiei. Alle paar Meter. Ding, 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 ding. Halt's Maul, denke ich mir nur. Ich kann nichts machen. Nie. Aber wenn man es mit einem Mob übertreibt, es ist ja niemand da, der dann Damage machen. So, den schnapp ich mir. Vor allem den. Den Heilsphäre. Oha, Alter. So, genau. Was wollte ich sagen? Ja, wenn man es mit einem Mob übertreibt, das ist auch nicht so gut. Außer die Zackis. Die lohnen. Da kann man tausende von denen hinstellen. So, aber ich sag mal, was bringen 10 Verteidigotrons? Oder was bringen 10 Dämpfer? Oder was bringen, keine Ahnung was. Was bringt der Weihnachtsmann? Oh, immer verstummt. Hallo. Oha. Okay, vielleicht doch nicht so schlecht. Um die Leute zu nerven. Okay, das war doch der Stern. Und von der Zeit her, keine Ahnung, was der da gemacht hat in diesen 4 Minuten. Aber wenn ich mich so anstelle und dann 3 schaffe. Der war vielleicht kurz AFK währenddessen. Denn. Und trotzdem noch geschafft. Sehr schön, alle Sterne. Jo, das war keine grandiose Leistung von mir. Aber, okay. Ich hatte ja auch was ganz anderes vor. Schade drum. Aber keine Ahnung. So, und hier, ich weiß nicht, ob das nur bei mir so ist, aber wegen diesem Zurückkaufen leckt das auch ziemlich beim Verkaufen. So, und was ist jetzt? Alles zentriert? Hilfe! Heute ist irgendwie der Wurm drin. Hier, das ohne Ende. Dauert, keine Ahnung, das Spiel an sich, ich habe 50 FPS, es ruckelt nicht, aber das Verkaufen geht irgendwie nicht so. Das dauert und dauert. Aber wenigstens ist der Kreis des ewigen Ladens jetzt weg. So. Was gibt's hier? Wo ist der Boss? Ah, hier wäre mal was Rotes. Megalol. Lololololol. 5 Minuten Durchschnitt und er hat nicht mal 2. Nice. Nicht schlecht. Okay. Dann werde ich ein bisschen weiterspielen. Nachforschen, woran das hier liegt. 88. Okay, 88. Dann muss ich besser werden. Oder schlechter, egal. Ich weiß es nicht. Warum kann ich den nicht angreifen? Ich
bin in seiner Liga, verdammt. Bin ich. Weiß ich nicht. Egal. Und dann geht es einfach beim nächsten Mal weiter zur Welt von The Mighty Quest for Epic Loot.